Und weiter geht's mit Phoenix Wright, Justice for All. Frau Andrews hat noch ein Geheimnis, das wir aber momentan nicht knacken können. Wir haben keine Verbindung im Moment zu ihrer Rache. Und mir ist allgemein aufgefallen, ich habe noch etwas vergessen. Und zwar Gumshoe und Edgeworth waren ja noch unterwegs, um Beweise zu sammeln. Und ich denke, die sollten wir doch besser einsammeln. Und wo können wir das am besten? Ja, normalerweise geht man auch hier über die Anwaltskanzlei zur Strafanstalt. Aber dort wird Gumshoe auf uns warten. Ihr wisst, ich spiele das nicht hundertprozentig blind. Ein paar Sachen weiß ich noch. Und das hier ist mir jetzt gerade so eingefallen. Bevor jetzt Leute meinen von mir, du spielst doch blind, woher weißt du das? Nein, ist nicht hundertprozentig blind, aber ist auch nicht alles, was ich auswendig weiß. Sieht nicht so aus, als wäre Herr Gammelinspektor hier. Nun, er klappert mit dieser Kamera alle Elektrogeschäfte ab und stellt Fragen. Dann werde ich Ihnen zum Abendessen einen Salat machen. Sieht aus, als wüsste Pearls wirklich zu schätzen, was Gumshoe für uns tut. Herr Nick? Hm, ja? Wo ist der Kopfsalat? Ich glaube nicht, dass ich schon jemals Kopfsalat gekauft habe. Ach, dann muss ich das mit dem Salat wohl sein lassen. Ohne Kopfsalat könnte das sonst problematisch werden. Doch nicht hier? Doch nicht hier? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe an sich fest damit gerechnet, dass Gumshoe da ist. Ob ich irgendwas übersehen habe? Reden wir mal mit Matt. Alter, das ist ja Herr Wright. Ich hoffe, dass Sie mich morgen da rauspauken. Ich verlasse mich auf Sie. Das hoffe ich auch. Edgeworth hat gerade eine Bombe platzen lassen und gesagt, dass Juan Corda von einem Killer ermordet wurde und dass sein Auftraggeber, dieser Mann, Matt on Guard sei. Was ist denn los? Herr on Guard, es gibt da etwas, was ich mit hundertprozentiger Sicherheit wissen muss. Hm? Sie sind irgendwie anders drauf, so gar nicht Ihre übliche Anwaltsmasche. Matts Geheimnis. Was diese Pressekonferenz angeht. Sieh man die, zu der Juan als Nikke-Samurai verkleidet erscheinen wollte? Ja, Frau Andrews hatte mir ein wenig darüber erzählt. Allem Anschein nach wusste er von einem finsteren Geheimnis. Dass Matts Schauspielkarriere beendet hätte, wäre es ans Licht gekommen. Würden Sie mir bitte sagen, um welches Geheimnis es sich dabei handelt? Bitte? Wow! What the fuck? Ich wusste, dass das passieren würde. Aber gleich 5? Herr Nick, sagen Sie es mir nicht. Eine psychische Blockade. Sie sprachen von einem Geheimnis, richtig? Aber Sie kennen es nicht, Alter. Juan und Adrian. Wussten Sie von der Beziehung zwischen Herrn Corda und Frau Andrews? Nun, das steht hier überall in der Klatschpresse, Alter. Ach, aber ich kenne die Details nicht, wenn Sie darauf hinaus wollen. Sehen Sie, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Mir ist egal, was Juan gemacht hat. Frau Andrews, sie hatte etwas vor, als sie begann, sich mit Herrn Corda zu treffen. Ihre Mentorin war die Managerin von Herrn Corda. Und Frau Andrews hatte vor, ihm den Abschiedsbrief von Frau Celeste Inpex abzunehmen. Celeste? Weckt das irgendwelche Erinnerungen? Alter, ich bin plötzlich total hungrig. Wie wär's mit einer Pizza? Ich zahle. Herr Nick, was ist denn eine Pizza? Ist das was mit Tzatziki? Wir werden später eine essen, okay? Der Kollege vom Pizzaservice hat mich aus der Leitung geschmissen. Ach, wie schade. Wie wäre es, wenn wir mal über etwas anderes reden würden, okay? Herr on Guard, haben Sie irgendetwas mit dem Selbstmord von Frau Inpex zu tun? Heißt das, ich muss ihm mal ein bisschen Bilder zeigen? Zeigen wir doch mal Profil von Celeste Inpex. Herr on Guard? Alter, ich weiß, ich habe Sie gebeten, mich als Anwalt zu vertreten und so. Aber ich glaube nicht, dass ich Ihnen alles haarklein erzählen muss.
Was meinen Sie denn damit? Das heißt nur, dass ich Ihnen nicht alles haarklein erzählen muss, Alter. Was für ein Assi. Das bedeutet, mit dem Selbstmordgutachten will er auch nichts zu tun haben. Was für ein Assi. Für wen hält er sich? Ja, super, Wo ist Gumshow? Wo ist überhaupt jemand? Wo könnte ich noch hintanzen? Wäre ich im Wohnzimmer? 22. März. Ongards Anwesen. Wohnzimmer. Sieht so aus, als wäre niemand hier. Was ist aus der Person mit dem Gesicht eines Stoffbären geworden? Oh, sie meint wohl den Butler mit den Nähten im Gesicht. Schau! Oh, Kätzchen, unglaublich. Oh, da bist du ja. Ich glaube, du warst noch wach, ne, Show? Oh. Hihi, los, lass uns spielen. Ich frage mich, ob dieser Butler, Herr Doe, schon schläft. Jetzt bin ich aber leicht überfragt. Weil hier nix, da nix. Oh, Kacke. Jetzt sind wir wieder in einer dieser Momente. Wirklich diese Momente. Hätte sie uns denn noch etwas erzählen müssen? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, Kacke. Oh Gott. Nein, Benny. Das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt echt nicht sein, dass ich nicht weiß, wohin ich muss. Nanu, Kriminalabteilung, passiert wieder was? 22. März, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ach, Herr Wright, bitte, Sie müssen mir helfen. Oh oh. Herr Powers! Was ist passiert? Was machen Sie denn hier? Verstehen Sie, ich bin da irgendwie hineingezogen worden. Was? Jetzt muss ich morgen vor dem Gericht aussagen. Der entscheidende Zeuge ist also Herr Powers? Ich habe bis vor kurzem mit einem Inspektor gesprochen und war schon auf dem Heimweg. Auf einmal, Sie da! Sie sind verhaftet! Und dann wurde ich hierher gebracht. Oh oh. Sie sagten, mein Gesicht und mein ganzes Äußeres sehen verdächtig aus oder so. Nun, ich verstehe, warum Sie Ihnen verdächtig vorkamen. Ich bin doch nur ein ganz normaler Kerl aus einer Fitnessshow für Kinder. Ja, ein ganz normaler Kerl würde ich jetzt nicht sagen. Der unser Wolverine hier, unser Armleuchter Wolverine, die Heulsuse. Morgige Aussage. Nun, zu dieser Aussage, die Sie machen, worüber werden Sie sprechen? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber es klingt so, als hätte ich etwas ziemlich Wichtiges gesehen, wird gesagt. Sie haben etwas Wichtiges gesehen? Was war das? Ach, der Inspektor hat mir gesagt, dass ich nicht darüber reden darf. Das dürfen Sie niemandem sagen und schon gar nicht diesem Anwalt, sagte er. Wen meinte dieser Inspektor Ihres Erachtens mit diesem Anwalt? Ich werde mal ganz mutig raten und sagen, dass er mich meinte. Ja, Sie sagen es. Herr Nick? Die mystische Maya und ich sind als Einzige auf Ihrer Seite, aber das macht nichts. Autsch, ich habe nicht wirklich viele Freunde, oder? Forever alone! Matt on guard. Das wird Matt ganz gehörig Schaden zufügen, weil er doch dieses erfrischend wie eine Frühlingsbrise-Image pflegt. Aber wie ist er denn wirklich? Nun, wie soll ich sagen, Matt war schon immer einer, der mit den Frauen spielt. Er hat sich nie von einem hübschen Gesicht abwenden können, verstehen Sie? Er sagte immer, es ist doch nur ein Spiel, um sich zu rechtfertigen. Was? Wie schrecklich! Das ist unverzeihlich! Au, tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Aber wissen Sie, er hat mal gesagt, es gibt nur eine einzige Person auf der ganzen Welt, die mir nicht zu Füßen liegt.
Eine Person, die ihm nicht zu Füßen liegt? Seine Managerin, wissen Sie? Frau Adrian Andrews. Warum sieht Herr Powers auf einmal so energiegeladen aus? Klatsch. Ach, sehen Sie, ich habe nun mal eine Schwäche für Geschichten. Ich meine, Berühmtheiten und deren Welt haben dieses strahlende Image, richtig? Ein strahlendes Image? Aber sind Sie nicht auch ein Teil dieses Strahlens, Herr Powers? Nein, ich bin eher ein haariger, verschwitzter, brutaler Typ, verstehen Sie? Ah, das ist schon okay, wirklich. Ich höre viele Gerüchte über einige andere Stars um mich herum. Nun, das stimmt. Oh hey, haben Sie das schon gehört, dass die Mentorin von Frau Andrews Selbstmord beging? Sie meinen Frau Inpex? Wir haben davon gehört, dass ihre Hochzeit abgesagt wurde. Ja, genau davon spreche ich. Darüber habe ich neulich nachgedacht, über diesen mysteriösen Tod. Hey, Herr Wright, warum fragen Sie mich nicht danach? Machen Sie schon! Herr Powers ist so aufgeladen, dass seine Haut praktisch vor Elektrizität glüht. Sie lässt Selbstmord. Hey, Sie haben also schon davon gehört? Silas hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und es heißt, dass Juan ihn verschwinden ließ. Davon war heute bei Gericht die Rede. Aber es gab keinen richtigen Beweis, dass sie einen Brief hinterlassen hat. Nun, ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass etwas Schlechtes in diesem Brief stand. Ich meine, etwas Schlechtes über Juan. Etwas Schlechtes über Herrn Calder? Warum glauben Sie das? Nun, bevor sie starb, sprach Silas mit einigen ihrer Freunde. Und sie sagte, es sieht so aus, als hätte mich ein fieser Kerl erwischt. Ein fieser Kerl? Hat sie damit den Herrn Calder gemeint? Nun, es passt ja sonst niemand auf die Beschreibung, oder? Und was wäre sonst kein Grund, den Abschiedsbrief verschwinden zu lassen? Verstehe. Nun, das sind brauchbare Informationen. Vielen Dank. Keine Ursache. Herr Engard und Frau Andrews, sie befinden sich jetzt beide in der Strafanstalt. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht verstehe oder weiß, da bin ich mir sicher. Ich muss die beiden dazu bringen, mir alles zu sagen. Herr Nick, Ihr Telefon! Hey, das ist doch die Titelmelodie aus dem Steel Samurai, nicht wahr? Dieser Klingelton gefällt mir jetzt gar nicht. Mir gefällt er aber und ich habe ihn immer noch auf meinem Handy. Hihi. Er klingt irgendwie bedrohlich. Ja, ich weiß. Hallo? Wir stecken in Schwierigkeiten, Junge. Ich bin gleich wieder im Büro. Was ist denn los? Gerade ist etwas völlig Unerwartetes passiert. Herr Edgeworth, Edgeworth? Wie auch immer, beeil dich und komm zurück ins Büro, Junge. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Das ist nicht gut. Das ist das Ende. Hallo? Die Verbindung wurde unterbrochen. Was ist los, Herr Nick? Gamshow hat gesagt, dass wir sofort ins Büro zurück müssen. Dann sollten wir uns beeilen. Ich habe Angst, dorthin zurückzukehren. Was reden denn Sie denn da? Herr Nick, reißen Sie sich zusammen. Vielleicht sind es ja gute Neuigkeiten. Irgendwie habe ich das so meine Zweifel. Okay, jetzt können wir zurück ins Büro. Mann. Anwaltskanzlei, Wright und Partner. 22. März, Anwaltskanzlei, Wright und Partner. Hey, Junge, Herr Edgeworth ist schon zurück. Nun, was ist passiert? Wir haben sie. Wir wissen, wer diese Minikamera gekauft hat. Ach. So schnell? Und dieser Bär hat sie verraten, Junge. Der Bär? Ich habe es mir gedacht, Junge. Ich habe mir gedacht, dass wir besser den Bären unter die Lupe nehmen als die Kamera. War es nicht Herr Edgeworth, der sich das überlegt hat? Psst, Pearls. Und? Machen Sie weiter. Es gibt nur eine Person, die mit dem Verbrechen zu tun hat und einen Bären gekauft hat. Und wer ist das? Wer wäre denn so gemein, jemanden in seinem eigenen Zimmer auszuspionieren? Matt Engard. Hä? Matt Engard, dein Mandant, der war es, Junge. Und ich dachte schon, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Oh mein Gott, Matt Engard, der schuldige Stoffbär. Sie haben sich nicht verhört, dass die Person, die den Bären gekauft hat. Das hat mir der Verkäufer in dem Kaufhaus gesagt, Junge. Das ist der Kreditkartenbeleg für den Kauf.
3.800 Dollar, Junge. Das ist exakt der Preis von diesem Stoffbären. Ein Beleg? Mehr haben Sie nicht? Nee, ist ja nicht nur der Beleg, Junge. Der Verkäufer hat es selbst bestätigt. Er sagte mir, ich bin mir sicher, den Bären an Herrn Engarde verkauft zu haben. Der Verkäufer hat sogar ein Autogramm von Herrn Engarde bekommen, Junge. Deswegen bin ich mir sicher, dass Herr Engarde den Stoffbären kaufte. Meine Augen lassen mich im Stich. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Kreditkartenbeleg, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ein Beleg über 3.800 Dollar belegt Engards Kauf eines Stoffbären identisch mit dem Beweisstück. Minikamera. Was denn mit der Minikamera, die wir gefunden haben? Ach, das war eine Sackgasse, Junge. So ein Ding bekommt man schließlich überall. Ich denke, ich kann dir die erstmal zurückgeben, damit du sie als Beweis ablegst. Minikamera, Sender und Stoffbär wieder in Gerichtsakte abgelegt. Ich weiß ja, dass du nicht aufgeben willst, Junge. Ich hätte nie gedacht. Ich dachte nicht, dass das möglich wäre. Matt Engarde war derjenige, der die Minikamera in Juan Corradas Zimmer versteckte. Warum? Warum hätte Herr Engarde das tun sollen? Ich wette, er wollte Frau Andrews und Herrn Corrada bei einem Date ertappen. Ich wette, reicht mir aber nicht. Ich muss herausfinden, was es mit dieser Kamera wirklich auf sich hat. Willst du zu ihm gehen? Zu Herrn Engarde, meine ich. Ja. Ich habe Angst, Herr Nick. Ich frage mich, was wir ja wohl als nächstes herausfinden werden. Ich habe auch Angst, aber ich darf es Pearls auf keinen Fall merken lassen. Matt Engarde, was zum Teufel haben Sie bloß angestellt? Dieser Frage werden wir im nächsten Part nachgehen. Was hat Matt Engarde in diesem Fall getan? Ist er der Mörder, beziehungsweise der Auftraggeber des Killers? Oder hat er etwas anderes verbrochen? Das alles und noch viel mehr gibt es in dem nächsten Part. Bis dann.